herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal mit mir auf einem Stuhl, nicht auf meinem Bett. Und zwar, wie ihr wisst, bin ich ja immer noch im Umzug, aber es wird langsam und die Roomtour wird auch ganz bald kommen, ganz versprochen. Da ich schon seit gefühlt 2365 Jahren kein Probleme-Video mehr hochgeladen habe, dachte ich, dass ich heute mal wieder eins für euch drehe und zwar Probleme beim Lernen. Also ich glaube, jeder hat seine Probleme beim Lernen damals gehabt oder hat sie gerade oder wird sie irgendwann haben. Ich habe euch wieder auf Facebook gefragt, was denn so eure Probleme beim Lernen sind und es kamen wieder so viele Kommentare. Und ich höre jetzt auch direkt auf zu reden und ich sage, los geht's. Das Problem, wenn man sich vornimmt zu lernen, also wirklich lernen, also wirklich lernen. Nein, Dagi, heute keine Ausreden. Ich werde mich nur hinsetzen und Mathe lernen. So, wo fangen wir denn mal an? Ein paar Sekunden später. Leute, was ist das für eine Fressorgie? Diesen Gedanken bereue ich auch zutiefst. Mittagsschlaf ist das Beste. Ja, komm schon. Dieses Problem kennen so gefühlte 99,999995% aller Menschen, die lernen. Und zwar, man liest und 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 denkt sich so, was habe ich denn da gerade alles gelesen? Man sagt ja eigentlich immer, es ist ein Gerücht oder eine Lüge bzw. Ausrede, wenn man sagt, dass die Geschwister einem beim Lernen stören. Aber wenn es dann wirklich so ist, hallo Dagi, können wir miteinander spielen? Nein. Bitte. Nein. Oh, bitte. Nein. Wieso denn nicht? Weil ich lernen muss. Och Mann, bitte. Nein. Das kannst du euch später machen. Bitte. Nein, kann ich nicht. Och bitte. Nein. Ich sag das sonst Mama, dass du nicht mit mir spielen willst. Ja, doch. Mama. Ja. Die Dagi will nicht mit mir spielen. Spiel doch mit der Kleinen. Siehst du, du sollst mit mir spielen. Ich kann aber nicht. Mann, du komm, spiel mit mir. Nein. Du bist doof. In der Schule wird euch verkündet, dass ihr in ungefähr 2 Wochen eine Klassenarbeit schreiben werdet. Und ihr denkt so, ach, ich hab doch noch Zeit. Und es ist doch sowieso nicht so viel zu lernen. Ich kann das hier alles. Liebe Mitschüler, als Kurzinfo vorab, in 2 Wochen wird die erste Klausur geschrieben. Ach, da haben wir doch noch voll viel Zeit. Genau. Noch 1 Woche bis zur Klausur. Pff, 1 Woche Zeit? Oh Gott, das ist ja noch mega lange. Ich habe keine Ahnung, da ist sie voll komisch an mir vorbeigelaufen. So like, ich bin was besser. Was? Hier morgens der 19. Scheiße, da ist die Klausur, ne? Hast du schon gelernt? 40 Seiten, willst du mich verarschen? Oh mein Gott, wie soll ich das lernen? Was ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Das haben die noch nie im Unterricht gemacht. Ach du Scheiße. Okay, ich frage lieber nochmal Sonja. Ernsthaft? Und schon wieder die Situation. Du bist in der Schule, denkst dir, heute werde ich wirklich nur lernen. Ich werde meinen PC ausmachen, mein Handy wegnehmen, Fernseher ausmachen, Radio ausmachen, nichts. Ich werde lernen. Aber dann... Einmal gucken, schadet ja nicht. Hm, nicht schon wieder. Dieses Problem geht jetzt nicht an die Bücherwürmer draußen. Ich weiß ganz genau, dass ihr es schafft, innerhalb von 2 Tagen ein komplettes Buch durchzulesen. Ich bin eine von denen, die es vielleicht geschafft hat, 4, 5 Bücher in seinem kompletten Leben gelesen zu haben. Und das geht jetzt auch wirklich an die Leute da draußen. Schon 21 Uhr? Okay, die restlichen 10 Seiten kann ich jetzt auch im Bett lesen. So. Und dann setzt man sich schon an den Schreibtisch und will lernen, aber wird die ganze Zeit müde. Himmeldonner nochmal.
Verzweiflungsphase, die ungefähr jeder von uns mal durchgelebt hat, der wirklich für eine Klausur gelernt hat. Ich hasse, hasse, hasse Mathe. Als ob ich das irgendwann noch mal brauchen werde, sagt es Pythagoras. Wozu gibt's Taschenrechner? Keine Ahnung, was die Lösung ist. Was die Scheißaufgabe ist. Kein Bock mehr. Dass die Wand plötzlich viel interessanter ist als das, was du gerade lernst. Wenn du deinen Eltern versprichst, dass du wirklich lernst und sie es dir nicht glauben und jede 5 Minuten in dein Zimmer kommen, um zu gucken, ob du auch wirklich lernst. Was tust du? Ich lerne. Ach, wirklich? Dann ist ja gut. Was machst du? Mama, ich lerne. Sehr gut. Und was tust du jetzt? Mama, du störst mich. Alles klar. Und jetzt? Mama, du siehst doch, dass ich lerne. Aha! Und aus irgendwelchen Gründen, die unerklärlich sind, ist gerade das Aufräumen von deinem Schreibtisch und von deinem Zimmer und von der kompletten Wohnung gerade viel wichtiger als das Lernen. Sich irgendwie dazu motivieren, sich zu konzentrieren. Es hat sich gereimt. Und herzlich willkommen zu meiner Lernstunde. Glas eigentlich halb voll oder halb leer? Wieso sind Blätter eigentlich weiß, wenn sie von Bäumen kommen? Ja, Buchsbaum. Dass man gerade einfach in diesem Moment lieber einen auf Picasso macht, anstatt zu lernen. Situation, wenn dein Handy am Ende des Raumes liegt, du dich so zusammenreißen musst, weil du gerade gesehen hast, dass es geblinkt ist und du denkst, es kann was wirklich Wichtiges sein und du denkst, nein, ich muss mich zusammenreißen. Nö, also ich sag da gar nichts mehr zu. Und nun, meine Damen und Herren, kommen wir zum Schluss zum größten und zum nervigsten und zum lästigsten Problem, was es auf dieser Welt beim Lernen gibt. Hi meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ach nein, das meinte ich eigentlich gar nicht. Ich meine Mathematik! Und das war es jetzt auch schon mit meinem neuen Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und ihr konntet euch vielleicht mit ein paar Problemen identifizieren. Und es würde mich riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn euch das Video gefallen hat. Und natürlich könnt ihr mich auch mit einem Klick kostenlos abonnieren, um keines meiner Videos mehr zu verpassen. Und ich hoffe natürlich, wie gesagt, euch hat das Video gefallen. Es hat mir wirklich wieder sehr viel Spaß gemacht, dieses Video zu drehen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dann. Tschüss!